Ah, das sind wir wieder. Finde den blauen Kristall. Okay, wir müssen da lang. Wir können da keine Mission rausholen. Der zweite Nexus-Kristall ist der Beutelkrypto. Jetzt schnappt ihr den letzten, damit wir die Luke öffnen und die Blisk in die Luft jagen können. Sehr. Aller guten Dinge sind drei. Das habe ich mir ausgedacht. Ich empfange ein schwaches Signal von einem der Kristalle über dir. Es scheint von ganz oben auf dem Kriegsschiff zu kommen. Sieht so aus, als müsstest du diese Türme hoch, um da ranzukommen. Sag mal. Ah, okay. Ah, nö, Mann! Kann das wahr sein, so. Wunderbar. Dachte schon, wie komme ich jetzt zum Schützen hoch? Müssen wir irgendwie rankommen. Ausgezeichnet, Krypto. Du hast alle Nexus-Kristalle wiedergefunden. Und ich schulde Gastro einen Fünfer. Um die Luke des Haupttriebwerks zu öffnen, musst du die Kristalle in die Box des Nachtschiffs stecken, um den Stromkreis wieder zu schließen. Wartet mal kurz, ich muss Mutanten töten. Oh, schmeiß die Scheiße doch weg, Alter. Was ist denn jetzt? Von ja gut, tut mir das halt so. Aber egal. Aua! Wie die Sidequest haben, Mann! Brauch Munition, Jungs. Guck mal, da wäre ich halt so viel was. Perfekt. Geht schneller. Einer noch. So. Fabelhafte Arbeit. Die Luke ist offen. Jetzt kommt der Teil, auf den du sicher gewartet hast. Ja. Ruf dein Raumschiff, Krypto. Es ist an der Zeit. Blisk-Kriegsschiff versenken zu spielen. Ja. Und denk dran, verschwende deine Munition nicht, indem du auf den Rumpf schießt. Die einzige verwundbare Stelle ist das Innere des Antriebs. Da ist ein Datenkern drin. Fabelhafte Arbeit. Okay. Was kriegen wir jetzt für ein geiles Geschoss? What the fuck is going on? Die Mega-Analsonde, oder? Sehe ich aus wie eine Mega-Analsonde. Dekonstruktorladung ab. Lade explodiert bei Aufprall und fügt in einem großen Kreis Schaden zu. Munition dafür ist schwer zu finden. Okay.
schneller hin. Nee, das ist krass. Genmixer? Achso, nee, warte mal, Popsmarkt. Wir haben eine Waffe da noch nicht. Wildschaden verbessert die Energieeffizienz der Bromatic und Deskonditionen mit rückwirkenden Blisk-Technologien, was natürlich Wirkungsgrad gegen Blisk erheblich steigert. Das passt sogar, wir können beides machen. Wildschaden gegen Blisks. Durch fundierte Kenntnisse der Anatomie von Außerirdischen ist die Wirkung des Analsonde und der Buddelbeste gegen organische außerirdische Substanzen erhöht, was die tödliche Wirkung gegen Blisk-Ziele erheblich erhöht. Dislocator, Masterstellungscode, Krypto-Schild gegen Blisk-Technologie. Oh, das wäre aber pervers. Visionsgeschwindigkeit des Ionendetonators und da Angriff getroffen. Würde mir nicht. Okay. Da kann man sehen, das leistet. Okay. Das wird aber auch Zeit, verdammt nochmal. Genug hier rumgeeiert. Ich will Bum Bum machen. QD, bist du mal? Okay. Warum ist aber lange flach, ne? Wo soll ich denn das jetzt aufladen, Alter? Junge, hier geht's auch gerade ab. Uiuiui. Ah, das sind die Dinger, die hier rumschweben. Gut, jetzt kann ich kurz ein. Aua! Kann ich mir mal kurz wieder aufladen? Ja, ich weiß, kann ich ja aus dem Gebiet, bla bla. Aua. 90. Kann ich vielleicht noch eins haben, bitte? Danke. So, schön, das muss ich modigieren. Ja, das könnt ihr auch. Junge, geh mal auf den Sack, muss vielleicht ausweichen. Aua! Muss ja mal kurz mehr Fahrt. Kleine Ruby, gib mir mal schon ein bisschen Biss. So, jetzt gehe ich wieder zurück. Aua! Sagen Sie mal ein, bitte. Danke. Digga. Schon bis auf den Piss? Darfst du nicht hin?
diesem fremden Gebiet. Mama Sita Chan, what's going on? Haben wir die Fresse müssen beim Aufladen. Aua! Ah, man kann die Filme jetzt eigentlich vorhin splittieren, ne? Irgendwie geht man auf den Piss. Richtig langwieriger, unnötiger, langer Kampf. Danke. Upsi. Ja, ich muss mal kurz reparieren gehen. Aua. Ja, wir auf der Piss, Alter. Weißt du, wir wissen ja jetzt, wie was hier abgeht. Geh mal so auf das Sack, du. Flieger durchfliege? Hi. Ich bin das, was hier. Ich hoffe, die Stirn hat. Au! Wie man das zurückwerfe? Junge, ja, mein CPU kommt gerade. Also bevor wir das Ding mal aufladen, fliege ich mit dem Laser hier rein. Haben sie ja eh gleich. Und das war's. Ist aber ein Bums. Sind die jetzt tot? Ich frag nur. Für roten Freund und so, ne? Das war ein Kinderspiel, Krypto. Du hast die Blisk-Basis ausradiert. Ich mach halt Absicht. Fast lustig, für einen Orden vorzuschlagen. Aber nur fast. Furotech-Reaktoren. Sehr schön. Bist du mein Töte Mutanten, verschwende den Zippo. Verschwende, verwende, Alter. Boogie. Tunguska, Zwischenfall. In der Neuauflage. Tesla, Rache, massive Explosion in Sibirien, Krieg der Götter. Ja, guck mal, das ist Argwudel. Argwudel, Argwudel, pack ihn aus, deine riesige Nudel.
habe kein... Sie haben keine Erfahrung im Umgang mit hübschen Wodka-Mädchen? Oh, Leute, ich kann nicht anders. Nee, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ist was da gleich passiert? Und ich krieg es immer mit jetzt. Glück für dich, das gibt zu sehr von mir. Das ist geil. Ah, das ist eine Endstufe bringen. Ach, das war so wunderschön. Auf der auf dem Volksfest, das dann das Volume 1 war. Ich hoffe, Dings ist so cool drauf, die schön halt bringt den dritten raus. Haben wir gleich einen Humor. Na, nicht so, können wir nicht machen, weil bla, heutige Zeit, bla. Das macht die Royal Humans aus. Was wird denn das jetzt hier? Sag mal, bist du dumm oder so? Ja, mal bitten hier. Warte, warte ich das hier, Oh. Okay. War schön mit dir. Tschüss. Zwei glorreiche Furonen. Ja, gibt ja noch uns beide. Das wurde aber auch Zeit. Mit dem Sieg über den Blisker. Ja, genau. Schätze, das Krabbengezücht legt sich nicht mehr mit uns an. Nicht nach dem, was ich mit ihrem Kriegsschiff gemacht habe. Werd mal nicht übermütig, Krypto. Es gibt immer noch mindestens ein loses Ende, dessen wir uns annehmen müssen. Du hast zwar die Blisk-Basis zerstört, aber wir haben die Lenkauf immer noch nicht erwischt. Ja, okay. Natürlich gesehen. Ja. Hey, Pox! Hast du die blonde Babuschka gesehen? Sie wollte mich hier treffen. Nein, das habe ich nicht. Um genau zu sein, du hast uns einander nicht mal richtig vorgestellt. Ja, ich versuche schließlich, sie zu beeindrucken. Nee. Oh, entspann dich. Ich habe Wichtigeres zu tun, als deine großartigen Pläne zu torpedieren. Eigentlich hatte ich gehofft, sie könnte uns helfen, Milenkov aufzuspüren. Vielleicht ist sie mit Agent Sergei zusammen. Eine vernünftige Erklärung anbieten. Machen wir das ja. Du kennst sie ja. Immer am Arbeiten. Sie sucht wahrscheinlich nur nach Hinweisen auf Milenkov. Sehr wahrscheinlich. Sie ist sehr effizient. Vielleicht hilft Agent Sergei ihr ja. Das sollte sie besser nicht sein. Mann, ich hab die Nase gestrichen voll von diesem selbstgefälligen Fixer. Schaut mich an. Ich sehe gut aus, ich bin so klug, ich lese gern Gedichte, ich ringe mit Bären. Wie auch immer, du solltest vielleicht nach Natalia sehen. Vielleicht braucht sie ja deine Hilfe. Zusammenfassen. Verdammt, wo zum Teufel ist Goldlöckchen bloß? Es sieht ihr nicht ähnlich, mich zu versetzen. Genau. Ich schlage vor, dass du sie suchst. Wir brauchen ihre Hilfe, um Milenkov aufzuspüren. Ja, wisst ihr, die haben für die Technologie, kriegen sowas nicht hin. Einfach rumlaufen ja, und Gehirn scannen. Ja, ich bin unterwegs. Gut, schnüffel etwas herum. Jemand muss sie gesehen haben. Udachi, Genosse! Ich hab rumgeschnüffelt, hab nichts gerochen. Um Natalia zu finden. Da war nutzlos. Nö, nee, hier ist er nicht gelandet. Gut. Werde bald mal zur KGB-Basis gehen, um mir Verräter anzuschauen, den sie geschnappt haben. Vielleicht darf ich ja dieses Mal in Erschießungskommando. Wie staut ich hier? Oh Mann, echt. Hab ich mir dann Opa ausgesucht? Oh, kein Wunder. Ich dachte, ich habe mir einen super sportlichen Soldaten ausgesucht. Ne, ist Opa. Hat ihm eine Liegestütze gemacht, ne? Also von da alles gut. Passt schon bei dem. Könnt ihr ihm bitte durch, Mrs. Bäumchen? Und ja, ich lasse die Verkleidung erstmal an. Dann müssen wir wieder einen neuen suchen. Guck mal, das ist eine Alien. Ich suche mal gleich einen neuen, wenn ich da nicht rüberkomme. Ah, das ist eine Öffnung. Was geht da los? Schrecklich! Vergesst mich! Ist dir kalt?
Diese Stadt ist zwecklos. Wunderbar. Kann ich scannen? Ich gehe auf keinen Fall in die Nähe von Basis der Außerirdischen. Allein Gestank ist Grund genug, um in anderes winziges Dorf in Sibirien zu ziehen. Also gut, Blisk. Das wird schmutzig. Oh, hallo, Genosse. Keine Hummerlänzchen. Dr. Orloff. Genau das Kätzchen, das ich sehen wollte. Ich sehe, der KGB hat dich erwischt, Doc. Was glaubst du, was sie jetzt mit dir machen werden? Ich erwarte Folter oder dass sie an Blisk ausliefern, die mit mir machen, was wollen. Vielleicht könntest du hier raushelfen, da? Das würde ich wirklich gerne, Doc, aber ich muss erst Ned finden. Ich komme nochmal, wenn ich Zeit habe. Du hast ja nicht zufällig eine heiße, blonde Chica gesehen, oder? Heißt Natalia? Doch! Außerirdische Kreatur hat hübsche Frau in außerirdische Basis gebracht. Ah, sie ist harte Nuss. Hat sich sehr gewehrt. Okay. Wenn sie ihr auch nur ein Haar auf ihrem sexy Köpfchen krümmen, dann koche ich sie alle! Nun, sie sind erst vor kurzer Zeit vorbeigekommen. Wenn beeilen, du kannst vielleicht noch erwischen. Und wenn fertig, vielleicht du kannst mich auch retten, ne? Ich warte einfach. Leiche. Blisk-Basis, okay. Ich will jetzt nicht die Aufmerksamkeit auf mich lenken. Ja, ich hab da keine Lust drauf. Zwei, warte mal. Berggebiet ist mir Bums. Reiche Natalia. War die da drüben? Hi, Ned. Krypto! Lenin sei Dank, du bist hier. Der schlimmste Fall ist eingetreten. Sergei ist infiziert. Oh, verdammt nochmal. Sagt mir bitte, dass ihr verhütet habt. Oder gibt es keinen Sexualkundeunterricht bei den jungen Pionieren, hä? Kakaya Sadnitsa, ich rede nicht von Geschlechtskrankheiten. Er ist von außerirdischen Sporen befallen. In der Tat, Labushka. Und ich fürchte, Penicillin wird nicht helfen. Hallo, Kryptosporidium. Sehen wir uns nochmal real. Milenkov. Tut mir leid, dass ich eure Kommunistenparty aufmischen muss, aber falls es dir noch nicht aufgefallen ist, eure kleine Basis sieht aus, als habe Keith Moon ihr einen neuen Anstrich verpasst. Ihr habt verloren. So prahlerisch, so arrogant. Du klingst langsam wie ein echter Amerikaner. Bald trägst du Cowboyhut und sprichst einsilbig. Sagst du? Die Wahrheit ist, dass diese Basis völlig unwichtig ist. Genau in diesem Moment bereiten wir uns darauf vor, die letzte Phase der Operation Solaris von unserer ultrageheimen Hauptanlage aus einzuleiten, auf dem Mond. Es ist die ultimative Verwirklichung des stalinistischen Ideals. Wie schade, dass keiner von euch es sehen wird. Lebe wohl, Labushka moja! Dos vidania, Kryptosporidium! Krypto! Lass mich hier! Halte Milenkov auf! Die verbrennen einfach, lol, toller Arbeitgeber. Ganz ruhig, Püppchen. Behalt mal den Kokoschnik an. Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass ich ohne dich auf den Mond fliege. Den Gedanken hatte ich auch schon. Ich wollte schon mit der Nahlzeit nämlich ballern. Du solltest die Nerven an den organischen Gasleitungen abtöten können. Kit, um sie davon abzuhalten, Gas in die Kammer zu pumpen. Beeil dich, Natalia geht langsam die Luft aus. Nein, explain this to me again. These people make liquor out of potatoes? I've grown some toxic stuff in my life. That just about takes the pride.
Ja, bin ja dabei. Du bist ersetzbar. Na, wo ist denn der Scheiß jetzt? Ich muss kurz weg. Aua. Brauchen wir es da noch gefunden haben. Sehr schön. Okay. Warum bin ich jetzt mit dem Anzug an? Du hast die Prinzessin, Natalia, gerettet. Du solltest wahrscheinlich rübergehen und du weißt schon, mach sehen, ob es ihr gut geht oder so. Geh einfach! Товарищ! Ich weiß, wir haben nicht die ganze Mission erfüllt, aber ist auch egal. Ja, es ist scheiße, dass Milenkov entkommen ist. Aber ich konnte nicht zulassen, dass du... weißt schon. Ich weiß, Krypto, und ich danke dir. Aber wir müssen Milenkov aufhalten. Und er ist jetzt schon auf dem halben Weg zum Mond. Ach, was machen wir jetzt? Ich sage, dass sie es alleine schaffen, wo es anbietet, das Raumschiff zu benutzen. Hallo? Hab ein Raumschiff, bin abflugbereit. Ich hab schon überlegt, wann du mich endlich fragst. Dein Raumschiff kann uns beide den ganzen Weg zum Mond mitnehmen? Machst du Witze? Ich hab das Baby so modifiziert, dass es so ziemlich alles kann. Außer dir vielleicht ein Happy Ending zu besorgen. Mhm. 90% oder so, keine Ahnung. Ich finde eins äußerst komisch, für nicht den Menschen. Das Mirianschlag, der alle getötet hat, haben die Robos nicht. Russland versucht im letzten Moment des Rennens die Mondlandung für sich zu beanspruchen. Können die USA beweisen, dass die russische Mondlandung ein Schwindel war? Eine rhetorische, retroperspektive Untersuchung. Saubere Übernahme. Perfekt. Oh, wir haben Sidequests. Na gut. Wahrscheinlich geht es jetzt woanders hin. Okay, sie werden. Aber erst in der nächsten Folge. Bis dann und auf Wiedersehen. Tschüssi.